Meine lieben Studierenden, willkommen zur Statistik 1 mal wieder. Diese Woche wollen wir uns mit dem Schätzen beschäftigen. Wir haben nach der deskriptiven Statistik die Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht, weil wir mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung und den Wahrscheinlichkeitsverteilungen in der Lage sein wollten, uns auch theoretisch zu überlegen, wie sich ein Merkmal, eine Zufallsvariable wohl verteilen wird. Wir sind dann geendet eigentlich mit so einer ganzen Übersicht von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die ich hier auf dem Slide nochmal für Sie zusammengestellt habe, die uns bisher begegnet sind. Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind ein riesiger Baum. Also diese Familie ist sehr, sehr weit verzweigt. Und es gibt sehr, sehr viele noch zu beschreibende, die uns aber in der Statistik 1 und Statistik 2 nicht so interessieren. Wir hatten aus diskreten Zufallsvariablen bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilungen abgeleitet, die oft vorkommen. Zum Beispiel sind viele Merkmale binomial verteilt. Wenn diese binomial verteilten besonders selten sind, also dieses P auch noch besonders klein ist oder das N besonders groß, dann kann man das auch als Poisson-Verteilung verstehen. Die Poisson-Verteilung haben wir auch kennengelernt. Und wir hatten vor allem gesagt, es gibt auch so ein paar Sonderfälle, die sind hier in Kleingedruckten sozusagen noch vermerkt. Wir hatten aber vor allem eben den großen Unterschied zwischen diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen und stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Und dort steuerte alles ja so auf die Normalverteilung zu. Das soll hier sozusagen der zentrale Punkt auch sein. Und vielleicht nur nochmal wichtig für alle Beteiligten, eine Normalverteilung, wenn die nicht einfach nur mit irgendeinem, rund um irgendeinen Erwartungswert, μ, mit irgendeiner Varianz Sigma Quadrat verteilt ist, sondern eben mit dem Erwartungswert 0 und der Standardabweichung oder Varianz gleich 1, dann nennen wir das eine Standardnormalverteilung. Ja? Das ist sozusagen, wenn ich was Normalverteiltes nehme, das Z standardisiere, so haben wir das ja auch genannt, dann entsteht eine standardnormalverteilte Größe. Was wir heute machen wollen, ist, dass wir sagen, wir steigen jetzt ein ins Schätzen. Wir machen Wahrscheinlichkeitsrechnung oft dazu, um eben Populationsaussagen treffen zu können, um zu sagen zu können, wenn dies und das gilt in der Population, wie wahrscheinlich ist es dann, dass wir dieses und jenes in unserer Stichprobe beobachtet haben. Und beim Schätzdenken und dem ganzen Schätzen, was ein sehr zentraler Gegenstand der Inferenzstatistik ist, wird es zunächst mal darum gehen, sich darauf zu einigen, was ist eigentlich ein guter Schätzer? Was macht einen guten Schätzer aus? Das ist das, was hier als Schätztheorie bezeichnet ist. Das ist natürlich nur ein kleiner Einblick. Es gibt ein paar wichtige Begrifflichkeiten, die wir da uns vergegenwärtigen müssen. Und dann steuert das alles zu auf den sogenannten zentralen Grenzwertsatz. Das ist ein Theorem, was wir uns nochmal anschauen werden. Das heißt im Englischen auch Central Limit Theorem. Und ganz, ganz eng verknüpft mit dem zentralen Grenzwertsatz ist die Idee des Schätzfehlers oder des Standard Errors. Und darüber wird es jetzt gehen. Ganz allgemein können wir sagen, wenn wir schätzen, was wir dann machen, ist, dass wir aus unserer Stichprobe einerseits eine Statistik ausrechnen, völlig ohne Fehler sozusagen, also außer sagen einem gewissen Messfehler, Stichwort Reliabilität oder so. Aber im Prinzip ohne Unsicherheit rechnen wir deskriptive Statistiken aus und die benutzen wir dann, um Parameter zu schätzen, um etwas Unbekanntes in der Population mit einer Schätzung zumindest zu versehen. Also diesen griechischen Buchstaben, dessen Wert kennen wir nicht, wir kennen aber den lateinischen Buchstaben, also setzen wir dem lateinischen Buchstaben einen Hut auf, oder beziehungsweise benutzen ihn als griechischen Buchstaben mit einem Hut aufgesetzt, so muss man sagen. Ja, wir benutzen ihn als Schätzer. Das heißt, jetzt zum ersten Mal in der Statistik 1 haben wir es wirklich damit zu tun, dass wir uns überlegen müssen, wie geht denn Stichproben ziehen eigentlich nochmal und was macht eine Population aus, aus der wir samplen wollen. Erstmal muss diese Population definiert sein. Das ist trotzdem was sehr Abstraktes, was auch Ihnen als Wissenschaftlerinnen oft überlassen ist, zu sagen, was ist eigentlich die Population, die ich untersuchen will. Ja, die muss definiert sein. Sie muss nicht unbedingt existieren. Ich muss mir eine Population nicht vorstellen, wie die. Ich darf es nicht zu sehr mit
Bevölkerung gleichsetzen. Also es heißt ja fast das Gleiche, oder im Englischen heißt Bevölkerung auch Population. Aber eine Population kann auch ganz grundlegend zum Beispiel sein, alle Träger eines Gens, alle zukünftig Erkrankten, die von einer potenziellen Therapie zum Beispiel, die ich hier entwickle, profitieren könnten. Naheliegenderweise sind Populationen also immer der Zielbereich unserer Inferenzstatistik, das, worüber wir eine Aussage machen wollen. Und sehr oft sind es in der Psychologie oder in den Sozialwissenschaften natürlich alle Menschen, aber es könnten auch spezifischer vielleicht alle Kinder sein oder manchmal vielleicht auch nur, wenn Sie eine kleine Umfrage an der Lübecker Uni machen, machen Sie ja trotzdem dort eine Umfrage mit vielleicht 120 Studierenden, wollen aber eine Aussage treffen über, wie geht es den 5000 Lübecker Studierenden. Ja, also dann wäre Ihre Population die Studierenden Lübecks zum Beispiel. Aus dieser wohl definierten Population für Ihre Forschungsfrage jetzt wollen Sie Stichproben ziehen. Worauf kommt es dabei an, wenn wir Stichproben ziehen? Zwei große Dinge. Zum einen, die müssen zufällig ausgewählt sein. Das heißt, jedes Mitglied der Population muss die gleiche Chance haben, in ihrer Stichprobe nachher vorzukommen. Das ist für alles, was wir heute noch besprechen, einfach sehr wichtig. Da reden wir dann nicht mehr drüber, aber es muss vorneweg einmal klar sein. Eine Stichprobe funktioniert dann im Sinne der Schätztheorie, wenn dies gilt. Ja? Wenn also die zufällig ausgewählt waren und unabhängig voneinander sind. Das ist der zweite wichtige Punkt. Die Wahrscheinlichkeit muss im Prinzip für alle Mitglieder in meiner Population gleich sein, gleich gezogen zu werden. Dann ist es eine echte Zufallsstichprobe. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie so wollen, wir können es sogar als bedingte Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, das können Sie mittlerweile, ich könnte dieses unabhängig voneinander hier auch so ausdrücken, dass ich sage, die Wahrscheinlichkeit von dir gezogen zu werden, ist gleich der Wahrscheinlichkeit von dir gezogen zu werden, gegeben, dass davor diese andere Person, Fritz Müller, gezogen wurde. Ja? Also, wenn die bedingte Wahrscheinlichkeit und die marginal oder unbedingte Wahrscheinlichkeit gezogen zu werden gleich sind, dann sind diese Zustände unabhängig voneinander. Wenn wir Stichproben ziehen, gibt es immer zwei Arten von Fehlern, die wir machen können. Und der eine Fehler, der interessiert uns heute in der Statistik, das ist, den führen wir statistisch Interessierten fast zärtlich im Munde als Error, Englisch, Sampling Error, aber eigentlich meinen wir damit nichts, was irgendwie schiefgelaufen ist, sondern der gehört einfach dazu. Das ist ein sogenannter Schätzfehler oder auch unsystematischer Fehler und der ist per se unvermeidlich. Den können Sie nicht nicht machen. Also mit dem brauchen Sie auch gar nicht versuchen zu vermeiden. Den Schätzfehler, den machen wir immer, wenn wir aus einer Stichprobe Werte ziehen und einen Kennwert, eine Statistik ausrechnen. Und um den Schätzfehler, deshalb heißt das Video heute ja auch Schätztheorie, Schätzen, Schätzfehler, das sind die Begriffe, die als Überschrift hier drüber stehen, weil damit können wir ziemlich gut umgehen. Das sehen wir heute und das nächste Mal. Es gibt natürlich aber auch all die aus Statistikersicht langweiligen Fehler, gegen die die Statistikerin nichts machen kann, sogenannte Non-Sampling Errors. Die haben nichts mit dem eigentlichen Stichprobenziehen zu tun, also mit der Mathematik des Stichprobenziehens, sondern das sind letztlich handwerkliche Fehler oder systematische Fehler, die Ihnen unterlaufen sind, vielleicht bei der Wahl Ihrer Stichprobe. Handwerkliche Fehler klingt ein bisschen grob. Manchmal lassen auch die sich nicht wirklich vermeiden, wenn Sie halt bestimmte Gegebenheiten, zum Beispiel hier in der Epidemiologie, hier haben wir immer noch die Pandemie am Laufen, Sie können nicht, so wie es im Lehrbuch steht, hier einfach vielleicht Stichproben ziehen, sondern sind einfach bestimmten gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Gegebenheiten unterworfen. Aber dann machen Sie unter Umständen eben Non-Sampling Errors und die interessieren uns in der Statistik nicht. Ja, das sind Fehler, bei denen die Statistik auch nichts mehr helfen kann. Uns geht es heute um das, was da oben steht, den Sampling Error. Dazu mal nur kurz ein plakatives Beispiel vorneweg. Wir wollen also schätzen. Und zwar wollen Sie vielleicht den Anteil Linkshänderinnen in der Bevölkerung bestimmen. Sie wollen möglichst genau wissen, das meint schätzen,
wie viele Menschen sind linkshändig von 100 oder von 10? Ja, was ist der Anteil Linkshänderin? Ist der 10%? Ist der 15%? Ist der, wie wenn man nichts über Händigkeit wüsste, würde man vielleicht denken, 50%? Ja, der eine ist Linkshänder, der andere ist Rechtshänder. Und was machen sie? Sie gehen in die Fußgängerzone Lübeck, wenn sie da noch jemanden antreffen, und erheben dort die Händigkeit mit einem kleinen Händigkeitsfragebogen von 100 Personen. Ja? Die Frage, die die Schätztheorie jetzt stellt, ist, sie als Forscherin interessiert jetzt dieser Anteil. Aber die Schätztheorie fragt erstmal, wie nah an dem wahren Wert, an diesem wahren Anteil der Linkshänder in der Bevölkerung, das ist der wahre Wert, unser Parameter, wie nah daran sind sie denn jetzt gelandet? Mit was immer sie jetzt rausbekommen, bei ihren 100 Leuten, wie weit ist denn das weg vom wahren Wert? Und können sie das irgendwie wissen, wie weit das weg ist? Ja? Wie groß ist also ihr Messfehler, ihr Schätzfehler? Kann man in dem Fall auch sagen. Und sie könnten Englisch auch, wir können auch einfach, können wir auch machen, mache ich auch, machen wir gerne mal was Handschriftliches hier. Können auch sagen, das ist der sogenannte Sampling Error. Und wissen Sie was? Ich schreibe einfach sogar mal noch hin, das Fachwort, was wir nachher für diesen Sampling Error nehmen, der heißt später auch Standard Error. Alles Worte fürs Gleiche. Gut. Ein Beispiel. Anteil Linkshänder messen. Also offensichtlich das nur mal vorneweg, können wir nämlich auch für sowas wie einen Anteil letztlich eine Prozentzahl zwischen 0 und 1, ähnlich wie eine Wahrscheinlichkeit, für die können wir also offensichtlich auch so einen Schätzfehler irgendwie bestimmen. Wir bleiben aber mal bei was uns noch ein bisschen vertrauter ist, in dem anderen ersten Beispiel, nämlich bei Körpertemperatur. Körpertemperatur kann ich mit einem Thermometer messen, da kommt was Schönes metrisches bei raus, das kann im Prinzip sehr viele verschiedene Werte annehmen. Wir würden wahrscheinlich irgendwas so im Bereich von biologischen Systemen erwarten, irgendwo wahrscheinlich 36, 37 Grad, wissen wir nicht genau, aber so etwa dort liegt Körpertemperatur, richtig? Und das messen wir ziemlich genau mit einem Thermometer. Wenn wir bei 10 von Ihnen die Körpertemperatur messen würden, welches arithmetische Mittel würden Sie denn dann erwarten? 37 Grad, 36,8 Grad. 37,2, 37,5, so. Jetzt gehen wir zusammen her und nehmen 10 andere Studierende. Also denken Sie wiederum Bachelorarbeit, das ist mein Lieblingsbeispiel. Die eine Bachelorarbeit, 10 Studierende untersucht. Nächstes Jahr kommt ein anderer Student ins Labor und macht so eine ähnliche oder gleiche Fragestellung, wieder 10 Studierende. Was bekommt denn dieser andere Bachelor-Absolvent jetzt raus in seiner Arbeit? Wenn Sie darüber nachdenken, würden Sie sicher schnell zustimmen, dass der wahrscheinlich nicht genau dasselbe rausbekommt, oder? Der bekommt irgendwie einen ähnlichen Wert raus, aber genau numerisch denselben Mittelwert bei 10 anderen Studierenden? Unwahrscheinlich. Also nicht den identischen Wert. Aber wie weit würde er denn wegliegen? Ja? Das kann man noch ein bisschen weiter treiben und man kann sich auch mal kurz fragen, was eigentlich, welche Art von Messung, die ich Ihnen hier gleich vorstelle, Sie sozusagen mehr vertrauen würden oder welche Art von Messung Sie am meisten vertrauen würden, am meisten Gewicht beimessen würden. Wer liegt also näher am Populationsmittel, kann ich hier auch mal so hinschreiben, von μ 37 Grad. Das ist sozusagen der wahre Wert, der in der Bevölkerung, der Erwartungswert in der Bevölkerung ja vorherrscht. Aber wer trifft den am genauesten, kann ich auch sagen, als Schätztheoretiker, ein individueller Wert. Also man könnte ja auch sagen, vielleicht messe ich lieber dann doch nur eine Person, weil wenn ich mehrere messe, bekomme ich unterschiedliche Messungen. Vielleicht lieber doch nur einen, der in irgendeiner Form repräsentativ ist. Oder, nee, sagen Sie, intuitiv weiß ich schon, dass es besser ist, ein Stichprobenmittel anzuschauen. Also nicht einen Wert zu nehmen, sondern lieber 4 Leute zu nehmen. Also das wäre sozusagen die ganz ärmliche Version eines Crowdsourcings. Ich befrage nicht einen, sondern ich befrage 4. Ja? Oder wäre es vielleicht besser, ein Stichprobenmittel von 10 zu nehmen? Also, habe ich eine bessere Chance, bei dem wahren Wert zu landen, wenn ich 4 Leute nehme? Oder wenn ich 10 nehme? Oder doch, wenn ich einen nehme? Und schließlich gäbe es noch die radikale Variante, für die sich nicht alle, kann ich Ihnen gleich sagen, Ihrer Kommilitonen immer entscheiden, wenn ich diese Frage stelle.
Ich könnte ja auch sagen, ich schicke 10 Leute, mache 10 verschiedene Studien letztlich. Ja. Ich schicke 10 Leute los, die jeweils 10 Leute messen. Und dann bündle ich das, indem ich sozusagen eine Art Mittel von Mitteln bilde. Ich bilde einen Mittelwert oder Erwartungswert aus diesen 10 Stichprobenmitteln. Was glauben Sie? Die Antwort, auf die unsere Vorlesung ein bisschen hinsteuert, ist, dass verblüffenderweise diese letzte Variante die beste sein wird. An der Stelle wollen wir kurz ein bisschen ausholen. Wir wollen kurz erstmal fragen, was macht denn einen guten Schätzer aus? Also wenn Sie so wollen, sind es jetzt hier zwar alles Mittelwerte, und das erste könnte man auch als einen Mittelwert von n gleich 1 sich vorstellen, aber ist denn der Mittelwert per se ein guter Schätzer? Und was macht einen guten Schätzer überhaupt aus? Dafür gibt es 4 Kriterien. Zwei, würde ich sagen, sind für unsere Zwecke jetzt besonders interessant. Das erste sogar ist am interessantesten, deshalb kommt es auch als erstes, nämlich die sogenannte Erwartungstreue. Das ist ein technischer Begriff. Im Englischen heißt sozusagen das eigentlich Bias. Also wenn die Erwartungstreue nicht vorliegt, dann liegt ein großer Bias vor. Also Bias ist was Schlechtes, Erwartungstreue ist was Gutes. Nämlich Erwartungstreue meint quasi die Unverfälschtheit oder Unverzerrtheit unseres Schätzers. Damit meinen wir, dass der Schätzer, den wir benutzen, in diesem Fall also ist unser Schätzer gerade arithmetisches Mittel. Ja. Dass dieses arithmetische Mittel den unbekannten Parameter μ, in dem Beispiel gerade 37 Grad, im Mittel genau trifft. Also, während halt eine Stichprobe mit 10 Beobachtungen, wenn ich dann Mittelwert ausrechne, nicht genau die 37 Grad treffen wird, wenn ich aber, sagen wir mal, 100 Stichproben, a 10 Leute oder a 30 Leute oder a 100 Leute nehme und jeweils 100 Mittelwerte ausrechne und dann daraus den Mittelwert wiederum, dann sollte ich, wenn der Mittelwert ein erwartungstreuer Schätzer ist, genau, wirklich genau bei dem unbekannten Parameter landen. Das wäre natürlich sehr, sehr wichtig, wenn ich sowas weiß über meinen Schätzer. Und ich muss das letztlich für alles, was ich als Schätzer benutze, kann eine Standardabweichung benutzen, um eine Populationsstandardabweichung zu schätzen. Ich kann einen Anteil nehmen, wie viel von 10 Linkshändern, um einen Populationsanteil zu schätzen. Das sind alles Schätzungen, die ich da mache. Und deshalb muss ich wissen, was solche Schätzer können oder auch nicht können. Und deshalb ist es wichtig, dass ich weiß, ist der Schätzer erwartungstreu oder nicht. Eine zweite Eigenschaft ist eine, die nennen wir Suffizienz. Ein suffizienter Schätzer ist einer, der benutzt alles, was er kriegen kann. Der benutzt alle Informationen. In dem Sinne ist das arithmetische Mittel ein suffizienter Schätzer, denn alle Werte in meiner Stichprobe gehen ja ein in diese Formel. Alle xi summiere ich ja auf, um dann durch n zu teilen. Also die Summe oder der Mittelwert sind suffiziente Schätzer. Der Median zum Beispiel ist kein suffizienter Schätzer, denn der benutzt eigentlich nur, der guckt zwar kurz so, wie sind die Werte verteilt, bildet die Ränge und dann nimmt er den einen Wert, nämlich den, der dem mittleren Rang entspricht. Aber wir haben ja immer wieder besprochen bei Ausreißern dann zum Beispiel, also ob der größte Wert nochmal 200 größer ist oder kleiner, ändert am Median nichts mehr. Also das heißt, der Median ist kein suffizienter Schätzer. Des Weiteren wollen wir, dass ein Schätzer konsistent ist. Also das bedeutet, mit wachsendem Stichprobenumfang, also wenn ich statt 10 30 Leute befrage oder statt 30 100 oder statt 100 3000 Leute befrage, sollte dieser Abstand zwischen dem, was mein Schätzer so hervorbringt, also zum Beispiel meinem Mittelwert, und dem wahren Wert, das sollte immer kleiner werden. Ich sollte mich darauf verlassen können, dass wenn meine Stichprobe größer ist, sollte ich im Mittel, on the long run zumindest, darauf vertrauen können, auch besser zu treffen, ja, und nicht etwas schlechter. Oder auch etwa ist gleich schlecht, ob ich 30 oder 100 oder 1000 Leute benutzt habe zum Schätzen. Das wollen wir nicht. Mehr N, bessere Schätzung. Wenn das der Fall ist, dann ist es auch ein konsistenter Schätzer. Und schließlich gibt es noch die Effizienz. Die brauche ich nur, wenn ich zwei Schätzer vergleichen will. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme den Mittelwert und den Median und kann dann fragen, welcher hat eigentlich die geringere Varianz? Und diese Varianz wird es jetzt noch ein bisschen gehen. Das macht jetzt gerade noch nicht so viel Sinn. Es wird heute viel um die Streuung meiner
Kennwerteverteilung, nennen wir das gleich, auch gehen. Da ist es so, dass eben Schätzer auch grundsätzlich divergieren können darin, wie letztlich wiederum, wie nah sie um den Warenwert landen. Und der Schätzer, der weniger Streuung rund um den Warenwert produziert, das ist dann der effizientere meiner beiden Schätze. Das Wichtigste auf diesem Slide, Erwartungstreue. Das zweitwichtigste, Suffizienz. Wir nähern uns unserem Thema heute oder dem, was so im Kern nachher steht, nämlich dem zentralen Grenzwertsatz, jetzt weiter an. Wir sind schon mittendrin. Und wir greifen an der Stelle mal zu einer Population. Ich mache jetzt einen Trick. Ich behandle meine Daten aus meinem Hörsaal mal kurz als Population. Das ist mein 2015er Jahrgang, der Mathe-Kompetenztest. Und alle 88 Werte, kann ich sagen, das waren diese Menschen, die damals in diesem Hörsaal saßen, vor jetzt auch schon wieder 5 Jahren. Und die hatten eine mittlere Mathe-Testleistung von 10,65. Das ist sozusagen, kann ich jetzt mit griechischen Buchstaben bezeichnen, mein Populationsmittelwert oder mein Erwartungswert für Mathe-Kompetenz in diesem Hörsaal, in dieser Population, 10,65. Ich mache jetzt also den Trick, dass ich mal diesen Hörsaal als meine unbekannte Population bezeichne, über die ich anscheinend nichts weiß. Wir sehen, wir wissen es eigentlich doch. Und können das jetzt so zur Basis nehmen, um aus dieser Population Stichproben zu ziehen. Was ich mit meinen Studierenden dann üblicherweise mache, mit ihnen jetzt in dieser Form nicht so gut machen kann, im Video, sie können sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Vorlesung und jetzt komme ich zu Ihnen mit einem Umschlag und Sie dürfen 5 Werte herausziehen. Sie machen also sozusagen eine Stichprobe aus dieser Population oder 6 Werte oder so, also ganz wenige. Und aus denen rechnen Sie jetzt einen Mittelwert auf. Dann geben Sie den Umschlag weiter. Ihre Nachbarin zieht auch andere oder vielleicht auch mal den gleichen, aber auf jeden Fall eine neue Stichprobe mit 5 oder 6 Werten und rechnet daraus einen Mittelwert aus. Und so bekam ich, damals waren in dieser Vorlesung haben 40 mitgemacht oder die haben es in Teams ausgerechnet, habe ich mit einem anderen Klassenzimmer, sozusagen einem anderen Hörsaal zusammen, 40 Mittelwerte bekommen, die alle das Ziel hatten, diese Population zu beschreiben. Irgendwie. Und was Sie jetzt hier auf diesem Tafelfoto sehen, war so eine Verteilung von Mittelwerten, die irgendwo zwischen 8 und 13 gelandet sind. Ja, ich habe dann hier noch so einen kleinen Trick benutzt und habe, das braucht uns nicht so sehr jetzt gerade interessieren, ich habe aus diesen Daten, die eigentlich nur kategorisiert vorlagen, ich habe nämlich einfach nur gefragt, wer hat einen Mittelwert zwischen 9 und 10 gehabt, wer hatte einen zwischen 10 und 11 und dann gingen so die Handzeichen hoch und wir haben da diese Kügelchen reingezeichnet und es ergibt sich doch so ein bisschen so ein Bild, dass wir also offensichtlich am meisten hier so zwischen 10 und 11 irgendwo Mittelwerte produziert haben. Was ja interessant ist, weil Sie sich wahrscheinlich noch erinnern können, dass wir gerade gesagt hatten, in diesen Daten, die in dem Umschlag drin waren, das war die Population, da war der Mittelwert der ganzen Population ist ja 10,65. Also insofern, so schlecht war das nicht, was die Studierenden hier mit ihren kleinen Stichproben gezogen haben. Hier sehen Sie es auch nochmal in Rot eingezeichnet, 10,65. Genau. Jetzt kann man hier, das lassen wir mal kurz so stehen, wir sehen, wir landen irgendwie ganz gut um den Wert und es sieht auch so ein bisschen so aus, das kann man vielleicht doch schon sagen, wenn wir so unser Wissen rund um Wahrscheinlichkeitsverteilungen schon mal in Anschlag bringen, dann könnten wir ja auch sagen, irgendwie sieht es ja ein bisschen so aus, als wäre das relativ symmetrisch, also nicht ganz, hier sind es ein bisschen zu viele, wirklich mit hier, aber ja, nicht so unsymmetrisch und irgendwie sieht es auch so aus, dass es wahrscheinlicher ist, Mittelwerte zu bekommen, die nah am Warenwert liegen, als Mittelwerte zu bekommen, die weit weg liegen. Also einer meiner Studierenden hat einen Mittelwert zwischen 8 und 9 hinbekommen. 2 haben einen Mittelwert zwischen 12 und 13 hinbekommen. Also insgesamt stehen hier 3 Mittelwerte, die relativ weit weg vom Warenwert sind. Sehr vielen Mittelwerten gegenüber, die eher zentral liegen. Ja? Das reicht vielleicht so mal als erste Grundidee. Wie sieht es mit Varianzen aus? Also die Studierenden haben jetzt jeder so 6 Werte rausgezogen, können Mittelwert ausrechnen. Jeder von denen kann natürlich für die 6 Werte, haben sie bei mir in deskriptiver Statistik gelernt und im Seminar, sie können ja auch eine Varianz ausrechnen für diese 6 Werte, eine Stichprobenvarianz. Das geht ja folgendermaßen. Da nehmen Sie wiederum die Abstände zu Ihrem Mittelwert, den Sie gerade ausgerechnet haben, zu Ihrem eigenen Mittelwert in Ihren 5 Werten
und rechnen diese Abweichungsquadrate aus und dann machen sie so ein mittleres Abweichungsquadrat. Und damit sind wir jetzt mitten in der Schätztheorie, denn hier stellt sich raus, die Varianz so berechnet, wie hier gezeigt, wie wir es jetzt können, mit also quasi geteilt durch n, ist nämlich kein erwartungstreuer Schätzer. Das wichtige Kriterium, dass wir sagen, unser Schätzer soll doch bitte im Mittel den Wert schon genau treffen, das ist bei der Varianz, wenn wir so berechnen, gar nicht der Fall. Sie sehen hier auf diesem Slide, den müssen Sie wahrscheinlich dann sich im PDF anschauen, eine Simulation, was ich gemacht habe. Ich habe eine tatsächliche Varianz, die ist hier wiederum in Rot eingezeichnet, eine tatsächliche Varianz, die in einer Population vorherrscht. Das kann der Mathe-Test zum Beispiel sein. Habe daraus, wie meine Studierenden, nur nicht 40 Stichproben gezogen, sondern ich habe mal 10.000 Stichproben gezogen. Ja? Und habe dann immer berechnet, was für eine Varianz kommt in diesen Stichproben raus und habe daraus hier ein Histogramm gemacht. Und dieses Histogramm sozusagen produziert mir ja wieder einen Mittelwert. Also das wäre jetzt der Erwartungswert meiner Stichprobenvarianzen. Und das ist dieser blaue Strich. Und alles, was Sie hier sehen sollten, ist, der blaue Strich landet, obwohl ich 10.000 Mal das gemacht habe, mit jeweils 20 Beobachtungen pro Stichprobe, der blaue Strich liegt nicht auf dem roten Strich, richtig? Der liegt daneben. Das würde ich eigentlich jetzt bei 10.000 Varianzen nicht mehr erwarten, wenn Varianz so berechnet erwartungstreu wäre. Erwartungstreu hieße, das sollte jetzt genau drauf liegen. Das ist nicht der Fall. Ich kann aber einen wirklich primitiven Trick machen. Also das zweite, Entschuldigung, was Sie hier noch sehen sollten, ist, der blaue Strich liegt nicht nur nicht auf dem roten Strich, sondern er ist auch noch kleiner. Sehen Sie das? Also während die eigentliche Varianz irgendwas um die 5,8 oder sowas ist, ist die aus diesen 10.000 Stichproben ermittelte, erwartete Varianz hier 4,6 oder 4,7 oder sowas. Und dieses Danebenhauen und zu klein ausfallen, das nennt man Bias. Das ist also das Gegenteil von Erwartungstreue quasi. Ich kann aber durch einen einfachen Trick doch es hinbekommen, dass meine Stichprobenvarianz erwartungstreu schätzt. Nämlich, Achtung, indem ich einfach nicht durch n teile, sondern durch n-1. Sehen Sie das? Das ist der einzige Unterschied an den zwei Formeln. Hier oben wurde das produziert, dass ich hier so einen Unterschied bekomme. Oder ich kann auch sagen, ich bekomme hier einen, das hier ist sozusagen ein Bias, eine Verzerrung, die ich hier reinbekomme. Und diese Verzerrung ist hier auf wundersame Weise weg. Also auch wenn Sie bis jetzt gerade noch gedacht haben, ja, der Herr Obleser nimmt es aber genau, 4,7, 4,8, ist doch egal. Das untere Beispiel zeigt Ihnen, dass wir es mit einem guten Schätzer ruhig so genau nehmen können. Bei so vielen Stichproben, die ich jetzt gezogen habe, 10.000 und einem gar nicht so großen n eigentlich, n gleich 20 pro Stichprobe, kann ich mit diesem Schätzer es hinbekommen, dass der wirklich genau erwartungstreu den wahren Wert erwischt. Wir können also festhalten, nach etwa einer halben Stunde in diesem wichtigen Video zur Schätztheorie heute, dass wir, wenn wir etwas aus der Population, wenn wir eine Population schätzen wollen, wenn wir ihren Mittelwert, ihren Erwartungswert und ihre Varianz schätzen wollen, können wir dafür unseren Stichprobenmittelwert nehmen, unseren bekannten x-quer. Der ist ein erwartungstreuer, suffizienter und konsistenter Schätzer, das heißt, der wird auch noch immer besser, je größer das n in meiner Stichprobe ist, für das Populationsmittel. Das ist die gleiche Formel, die wir kennen. Und nur hier unten beim bei der Stichprobenvarianz müssen wir sagen, wenn wir die Stichprobenvarianz ganz leicht anders berechnen, mit dieser jetzt neuen Formel, wo wir n-1 statt durch n nutzen, dann ist es ein erwartungstreuer, suffizienter, konsistenter Schätzer. Den könnten wir dann auch sozusagen als Sigma-Hut bezeichnen, Sigma-Hut-Quadrat, weil es jetzt hier um die Varianz mal kurz gehen soll, für die eigentlich unbekannte Populationsvarianz Sigma. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein, dass wir jetzt wissen, die zwei Maße, die wir aus der Deskriptivstatistik als wichtigstes Lagemaß und als wichtigstes Streuungsmaß kennengelernt haben, die zwei mit ein bisschen Obacht bei der Formel, das ist also neu jetzt hier,
können wir mit den beiden auch Schätzungen durchführen, für das, was wirklich auf Populationsebene los ist. Und hier sei das nochmal gezeigt, in meinem Beispiel, was ich im Hörsaal mit meinen Studierenden gemacht hatte, diese 40 Mittelwerte, die produziert hatten, die trafen ebenfalls das Populationsmittel μ verblüffend genau und sie streuten aber auch nicht komplett zufällig drumherum, sondern diese 40 Mittelwerte, die folgen selbst irgendeiner Verteilung, die doch auffällig symmetrisch ist. Aber das kann ich auch schon sagen, die Streuung, die diese Mittelwerte wiederum wieder aufweisen, die ist irgendwie kleiner als die Streuung des Merkmals Mathe-Tests in der Population eigentlich. Und darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer reden. Was Sie hier aber eigentlich sehen, in Orange oder jetzt gleich auch in Rot, ist also die Verteilung eines Kennwerts, nämlich in dem Fall des Mittelwerts. Und was wir jetzt hier eben mal mit bloßem Auge sehen, ist das, was wir in der Realität nie sehen. In der Realität sehen wir immer einen Mittelwert, den wir halt in unserer Bachelorarbeit so ausrechnen. Hier haben wir quasi mal simuliert, was passiert, wenn wir 40 Bachelorarbeiten zu dem Thema gemacht hätten. So kann man sich das ja vorstellen. Dann wären eben auch 40 Mittelwerte resultiert. Oder in meiner großen Simulation zum Varianzengrad habe ich 10.000 Bachelorarbeiten quasi durchgeführt, ja. Und diese Simulation, die ist eben sehr, sehr wichtig, weil man dann auf einmal sieht mit dem bloßen Auge, was man sich sonst nur theoretisch vorstellen kann, nämlich die sogenannte Sampling Distribution. Das ist ein neuer Term. Wir halten mal kurz fest, ganz wichtiger Zwischenschritt. Wir können jede Statistik, die wir ausrechnen können, einen Mittelwert, eine Standardabweichung, eine Varianz, aber auch einen Anteil von irgendwas, einen Median, als Zufallsvariable auffassen. Wir können sagen, die eine Ausprägung, die wir ausgerechnet haben in unserer Stichprobe, ist eine Ausprägung einer Zufallsvariable. Wenn wir das ganze Experiment wiederholen, fällt sie leicht anders aus. Und beim Ziehen genau unserer Stichprobe haben wir also einen möglichen Wert von vielen realisiert und bei der nächsten Stichprobe aus derselben Population fällt er anders aus. Aber wie anders? Das beantwortet uns die sogenannte Sampling Distribution. Die Sampling Distribution, die wir da im Hörsaal mal mit 40 Mittelwerten gesehen haben, die gibt es immer. Die liegt dem sozusagen zugrunde. Aus der kommt unser Mittelwert, unser Kennwert, den wir errechnet haben. Und die Sampling Distribution beschreibt also die theoretisch zu erwartende oder durch Simulationen auch zu zeigende Verteilung. Da muss ich es jetzt einmal genau nehmen. Wir nennen das, ist ein technischer Term, Sampling Distribution oder Kennwerteverteilung. Und das ist was anderes als die Sample Distribution oder Stichprobenverteilung. Das ist natürlich das, was wir in der deskriptiven Statistik gemacht haben, wenn wir gesagt haben, wie ist mein Sample verteilt? Wie sind meine 30 Wege zur Uni, meine 100 Softdrinks, was immer wir so hatten in der Deskriptivstatistik verteilt? Ach, das ist so halbwegs normal verteilt, das ist schief, sonst was. Das waren Aussagen über die Sample Distribution und jetzt sprechen wir mit einem neuen technischen Term darüber, wie sich die Zufallsvariable Mittelwert zum Beispiel verteilen würde. Das ist die Sampling Distribution. Und es wäre sehr, sehr gut, wenn wir diese Verteilung dieser Zufallsvariable Stichprobenmittel besser kennen würden. Und jetzt kommt quasi der wichtigste Schachzug, weil wir sagen können, aha, wir haben gesehen, das Stichprobenmittel ist ein suffizienter Schätzer, da gehen alle Werte aus meiner Stichprobe mit ein. Es ist ein erwartungstreuer Schätzer, das heißt, im Mittel trifft es den unbekannten Populationsparameter genau. Das ist einfach eine Eigenschaft vom Mittelwert, dass das so ist. Wir hatten gesehen, muss nicht so sein, Standardabweichung ein bisschen nach einer falschen Formel berichtet, oder nicht einer falschen, aber einer leicht naiven Formel, schätzt eben nicht erwartungstreu. Ja? Also Erwartungstreue ist eine coole Sache. Und der Mittelwert ist auch ein konsistenter Schätzer. Das heißt, je mehr Daten ich zur Verfügung hatte, um ihn auszurechnen, umso besser weiß ich, umso näher werde ich irgendwie beim wahren Wert landen mit dieser Statistik, mit diesem Mittelwert. Und das mündet in den sogenannten zentralen Grenzwertsatz. Und der kommt jetzt. Der zentrale Grenzwertsatz in Worten erstmal. Der besagt, für das arithmetische Mittel,
das arithmetische Mittel, hier mal als mx bezeichnet, einer hinreichend großen Stichprobe von zufälligen Beobachtungen, einer Zufallsvariable x. Also sagen wir mal 30 Körpergrößen, das wäre das. Ja. Das arithmetische Mittel aus 30 Körpergrößen ist selbst, also dieser Mittelwert, ist selbst eine approximativ normal verteilte Zufallsvariable. Der entstammt einer neuen, einer anderen Normalverteilung, und zwar einer Normalverteilung rund um diesen unbekannten wahren Wert der Population μ und mit einer bestimmten Standardabweichung oder Varianz, nämlich dieser Populationsvarianz. Die kennen wir jetzt vielleicht noch nicht, aber wir wissen, der Mittelwert hat eine bestimmte wichtige Eigenschaft, er verteilt sich selber approximativ normal rund um den wahren Wert. Und zwar, ganz wichtig oder sehr effektvoll, egal was die zugrunde liegende Verteilung der Zufallsvariable x, also unseres Merkmals, ist. Ich hatte gerade gesagt, es könnten 30 Körpergrößen sein, die hier gemittelt werden. Es könnten aber auch, könnte auch der Softdrink-Konsum sein. Also unser berühmtestes Beispiel für eine nicht normal verteilte Variable. Trotzdem, das sagt der zentrale Grenzwertsatz, wenn ich einen Mittelwert von Softdrinks ausrechne und dann nochmal 30 Werte ziehe und wieder einen Mittelwert ausrechne und dann nochmal 30 Werte ziehe und einen Mittelwert ausrechne, dann kann ich wissen, dank des zentralen Grenzwertsatzes, die Mittelwerte, die folgen trotzdem einer Normalverteilung rund um den wahren Wert. Nochmal anders. Wenn ich eine Stichprobe aus unabhängigen Beobachtungen erstelle, eine Statistik für diese Stichprobe ausrechne, zum Beispiel einen Mittelwert, und es nicht einmal tun würde, sondern millionenfach tun würde, dann wird diese Statistik sich selber approximativ normal verteilen. Ich würde ja jedes Mal so eine Statistik bekommen, jedes Mal zum Beispiel so einen Mittelwert, der würde sich approximativ, also annähernd normal verteilen, und zwar egal, wie die Population verteilt. Okay, das war jetzt quasi mit vielen Worten zweimal, vielleicht unterschiedlicher Art, der zentrale Grenzwertsatz. Und das ist einfach abgefahren. Da muss man mal innehalten und muss sagen, das ist ja echt sau cool, dass ich aus einer wie auch immer gearteten Population einen Kennwert ausrechnen kann und diesen Kennwert aus einer Population kann eben, normalerweise kann ich nicht die ganze Population erheben, aber ich weiß, wie sich mein Stichprobenkennwert relativ dazu verhalten wird. Ich weiß jetzt nämlich, mein Stichprobenkennwert entstammt einer Normalverteilung rund um den wahren, unbekannten Populationsparameter oder Populationskennwert. Das ist wirklich abgefahren und nimmt mit Recht die zentrale Stellung in der Inferenzstatistik ein. Ohne den zentralen Grenzwertsatz, kann man so sagen, würde die ganze Inferenzstatistik nicht funktionieren. Hier deshalb mal der Softdrink-Konsum. Nochmal, dies ist der Softdrink-Konsum. Wir sagen wiederum, das ist unsere Population. Das ist der Softdrink-Konsum unserer ca. 90 Studierenden aus dem Hörsaal. Und wir tun mal so, als würden wir dieses μ nicht kennen. Das μ ist 4. Also, würden alle Studierenden gleich viele Softdrinks trinken, dann würden sie 4 pro Woche trinken. Das sagt der Mittelwert. Ja? Das ist der Populationsmittelwert. Und die Frage ist jetzt, wie gut können wir diesen Populationsmittelwert schätzen? Wie verteilen sich denn Stichprobenmittelwerte darum? Der zentrale Grenzwertsatz sagt uns, wenn es alles stimmt, was der behauptet, sollten die sich, wenn ich jetzt sehr viele Stichproben aus dieser Population ziehe, normal verteilen, rund um 4. Und genau das passiert. Was Sie hier sehen, sind 10.000 Stichproben, gezogen aus diesen 90, aus dieser Population von 90 Softdrinks. Natürlich totaler Overkill, das ist eben eine Simulation, die wir in der Statistik oft benutzen. Wir ziehen jetzt jedes Mal eine Stichprobe, kann man sich wiederum vorstellen, wie so eine Bachelorarbeit, mit 12 Beobachtungen und tragen jetzt hier nur ab, in diesem Histogramm, was sind die Mittelwerte, die resultieren. Resultieren 10.000 quasi verschiedene Mittelwerte. Und wir sehen aber, der Mittelwert dieser Mittelwerte, ja, der Erwartungswert meiner Zufallsvariable Mittelwert, der entspricht genau dem wahren Wert 4. Ja, das hat also hier wunderbar funktioniert.
Was noch nicht ganz funktioniert hat, ist, dass das ja hier jetzt noch keine wirkliche Normalverteilung ist. Wenn ich das mal so nachfahre hier, würden wir sagen, das hat noch hier so einen langen Tail. So richtig normal verteilt ist es noch nicht. Hätten wir aber eigentlich erwartet nach dem zentralen Grenzwertsatz, woran könnte das liegen? Das könnte unter anderem, nee, nicht unter anderem, das liegt daran, dass das Ganze offensichtlich noch an der Stichprobengröße hängt. Wenn ich jedes Mal bei diesen 10.000 Mal nur 12 ziehe, kriege ich natürlich jedes Mal ein bisschen eine schlechtere Schätzung, als wenn ich jedes Mal 40 ziehe. Wenn ich jedes Mal 40 ziehe, haut es zwar wieder hin, dass im Mittel auf jeden Fall wieder die 4 rauskommt, aber die Verteilung wird auch symmetrischer. Sehen Sie das? Und wenn ich 400 hätte, was in dem Fall wirklich gar keinen Sinn macht, weil ich nur 90 Studierende überhaupt in der Population habe. Aber gehen wir mal von aus, normalerweise sind Populationen eben auch quasi unendlich groß, kann man sagen. Dann ist es eben schon so, dass je größer die Stichprobe, umso wunderschöner und normal verteilt bekommen wir das hier zu sehen. Dieses Phänomen nochmal ganz kurz simuliert an einer oder illustriert an einer Webseite, die ich Ihnen im Hörsaal auch gerne jetzt vorgeführt hätte, die Sie vielleicht auch selbst mal aufsuchen können. Sie haben ja die Slides und können da oben auf den Link klicken oder diesen QR-Code scannen. Wir wollen uns noch kurz nochmal anschauen, was da passiert. Offensichtlich gibt es also so eine Streuung dieser Sampling Distribution, ich schreibe es vielleicht nochmal hin, oder Kennwerteverteilung. Das hier ist ja auch die sogenannte Sampling Distribution, die wir hier unten sehen. Oder Kennwerteverteilung. Und was ich jetzt hier mal gemacht habe, ist, ich habe gesagt, stellen wir mal vor, ich ziehe eine Stichprobe mit n gleich 1. Hatten wir ja vorne beim Körpertemperaturbeispiel auch mal gesagt, wie gut treffe ich denn sozusagen das, was auf Populationsebene los ist, wenn ich nur einen rausziehe, Stichprobe von 1. Dann ist das Ausrechnen des Mittelwerts natürlich trivial, weil es ist dann dieser Wert. Aber was dann passiert ist, wenn ich das 100.000 Mal mache, wie ist das? Das ist wie wenn ich 100.000 Leute aus der Population ziehen würde. Natürlich muss da dann in dieser Verteilung dieser 1000 Mittelwerte quasi wieder die gleiche Verteilung wie auf Populationsebene resultieren. Das ist langweilig oder ja, trivial, kann man sagen. Damit reproduziere ich einfach die Population. Wenn ich aber eben, wie wir es üblicherweise ja machen, eine Stichprobe vielleicht von n gleich 10 zum Beispiel ziehe und in dieser Simulation konnte ich nur n gleich 10 machen und nicht n gleich 100, das ging einfach nicht, das hätte auch könnte es auch noch beliebig steigern. Und Sie können sich auf der Basis, was ich bis jetzt schon erzählt habe, nochmal überlegen, was sich an diesem unteren Bild ändern würde, wenn ich hier jetzt Stichproben an gleich 100 ziehen würde. Ich ziehe aber mal an gleich 10. Dann bekomme ich diese Kennwerteverteilung oder Sampling Distribution ja offensichtlich viel schmaler hin. Und diese Standardabweichung dieser Sampling Distribution, wenn man so will, die ist eben nicht mehr gleich der Standardabweichung auf Populationsebene, die ist nicht mehr gleich Sigma, sondern die ist schmaler und, darauf steuert das alles zu hier, die ist eine Funktion der Stichprobengröße und zwar muss ich die Populationsstreuung Sigma nehmen und durch Wurzel n teilen. Also ich kann um den Faktor Wurzel n sozusagen diese Streuung genauer, also diese Sampling Distribution genauer hinbekommen, wenn ich das n erhöhe. Je größer das n, umso schmaler, umso genauer rund um den wahren Wert werden sich meine Stichprobenmittel, also meine Statistiken, verteilen. Und das hat auch im Hörsaal erstaunlich gut funktioniert. Wenn Sie sich das nochmal hier angucken wollen, dieses Beispiel, was ich mit den Studierenden gemacht hatte, eine Art Histogramm von Mittelwerten, dann hatte ich hier am Computer quasi ganz händisch mal diese gelbe Kurve drüber gelegt. Man kann aber auch einfach sagen, na gut, das ist ja das Tolle hier, ich kenne ja all diese Werte. Ich weiß ja, was die Populationsstandardabweichung ist. Ich weiß, was die Standardabweichung vom Mathe-Test unter diesen 90 Studierenden war. Und entsprechend kann ich das auch einfach ausrechnen. Ich kann sagen, nämlich die Standardabweichung ist 2,4. Jeder dieser Kringel hier, jeder dieser Mittelwerte ist auf der Basis von n gleich 6 Beobachtungen zustande gekommen. Also muss ich 2,4
durch Wurzel n, also Wurzel 6 teilen, dann kommt ein Wert raus, der quasi 1 ist, 0,97 zufällig. Und das sieht man hier an dieser Verteilung auch ganz schön, wenn Sie sich das mal angucken, wenn Sie quasi diese gelbe Kurve sich da mal anschauen wollen, könnte man sagen, in irgendeinem so einem Bereich sollten ja etwa dann 68% einer normal verteilten Größe liegen, also minus plus eine Standardabweichung, da kann man schon sagen, eine Standardabweichung von dem Ding ist etwa von, sagen wir mal, 10,5 bis 9,5 vielleicht. Also das scheint ziemlich genau hingehauen zu haben, dass die Sampling Distribution als Standardabweichung, als Streuung, genau die Populationsstreuung geteilt durch Wurzel n hat quasi. Das ist das, was wir hier sehen und das ist genau wiederum der zentrale Grenzwertsatz in Aktion. Der zentrale Grenzwertsatz sagt uns, das Stichprobenmittel ist eine approximativ normal verteilte Zufallsvariable mit dem Erwartungswert μ, das entspricht dem Populationsmittel, und einer Standardabweichung, die wir ab heute auch Standardfehler nennen, die von der Stichprobengröße abhängt. Ja? Das hatten wir gerade im Beispiel gesehen, deshalb hier nochmal klein, wie sah die Sampling Distribution aus, wenn n gleich 12 war, hatte sie noch, a war sie noch nicht richtig normal verteilt und b hatte sie noch eine größere Streuung, als wenn n gleich 40 war. Ja? Genau, hier ist es nochmal gezeigt, ab heute heißt sozusagen die Standardabweichung nicht unsere Daten. Das ist das große Verwirrende in diesem Video, dass man das hinbekommen muss. Was ist in meiner Stichprobe so los an Standardabweichung oder in meiner Population? Und wie würde sich mein Kennwert, mein Schätzer, meine Statistik verteilen? Und wie der sich verteilen würde, dessen Standardabweichung, die heißt Standardfehler. Dieser Standardfehler ist also eine Funktion der Streuung, die auf Populationsebene ebenso da ist in dem Merkmal und der Stichprobengröße, die ich verwendet habe, um diesen Schätzer zu produzieren. Das kann man also auf beliebige Arten sagen und dieses Video ist wahrscheinlich dahingehend oder diese Slides sind dahingehend ein bisschen wortreich und versuchen vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Typen von Ihnen auch mit unterschiedlichen Dingen abzuholen. Manche mehr mit den Formeln, manche mehr mit den Beispielen. Nochmal kurz gesagt, die Verteilung einer Statistik, also zum Beispiel eines Mittelwerts, tendiert mit zunehmender Stichprobengröße gegen eine Normalverteilung, ungeachtet dessen, wie das Merkmal hier in blau geteilt war, eigentlich verteilt war, wenn wir das samplen. Mit einem Mythos sollte man an der Stelle noch kurz aufräumen. Denn aus dem, was ich Ihnen bis jetzt erzählt habe, wenn Sie das Video so ein bisschen im Halbschlaf, entweder jetzt im Halbschlaf anschauen, was ich Ihnen nicht verdenken kann, oder was aufs Gleiche hinauskommt, in einem halben Jahr sich daran erinnern, dass da, was war da nochmal mit zentraler Grenzwertsatz und so, was dann leider oft hängen bleibt bei vielen, einschließlich mir damals, muss ich sagen, ist, Stichproben müssen groß genug sein, dann sind die Daten normal verteilt. Und das ist eine mentale Abkürzung, die einfach falsch ist, sondern was sich dann normal verteilt, sind nicht die Daten selber, also zum Beispiel, das kann man schön wiederum am Softdrink-Konsum zeigen. Der Softdrink-Konsum ist ein nicht normal verteiltes Merkmal, ganz offensichtlich. Ja, das haben wir gesehen, das hat auch im Hörsaal funktioniert und so wird es auch in der wirklichen Bevölkerung sein. Wenn ich daraus Stichproben ziehe, dann sind das ja meine Daten. Ja? Und diese Daten in meiner Stichprobe, die sind natürlich nicht deshalb normal verteilt, weil ich irgendwie ein großes N mache. Wenn ich ein N von 30, gilt als so Daumenregel für irgendwie eine ordentliche Stichprobengröße, in den Sozialwissenschaften zumindest, obwohl es noch sehr, sehr klein ist natürlich. Wenn ich mit n gleich 30 daraus Stichproben ziehe, was bekomme ich dann? Ich bekomme immer Stichproben, die schon ganz schön diese Form irgendwie natürlich abbilden. Das heißt, eine große Stichprobe hat eher die Chance, selber die Form der Population oder die Momente der Population wiederum abzubilden. Was die Leute meinen, wenn sie diesen kurzen Satz zu ihren Kommilitonen oder auch Betreuer zu ihren Studierenden das vielleicht manchmal sagen, ist eben eigentlich der zentrale Grenzwertsatz. Wenn wir eine große Stichprobe haben von 30 oder mehr,
dann wissen wir, wie sich unsere Mittelwerte verteilen werden. Also welche Verteilung die Mittelwerte entstammen. Das ist das, worum es hier geht. Ja? Wenn ich, wir ziehen ja nie 10.000 Stichproben oder 1 Million Stichproben. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass die eine, die wir gezogen haben, sich so verhält, wie sich 100.000 Stichproben verhalten würden. Ja? Nämlich, dass sie dem zentralen Grenzwertsatz folgt oder dass die Statistiken dem folgen. Und das wissen wir jetzt, wenn wir keine drastischen Non-Sampling-Errors begangen haben. Also wir haben darauf geachtet, dass alles, dass das unabhängige Ziehungen waren und dass jeder aus der Population die gleiche Chance hatte, ja, dass da keine Verzerrungen reinkamen. Dann, und die Stichprobe eben ausreichend groß ist. Und sagen wir ruhig mal als Daumenregel N größer 30. Dann wissen wir, unser Stichprobenmittel entstammt einer wohlbekannten Verteilung aller möglichen Stichprobenmittel rund um den tatsächlichen Warenwert. Ja, Stichprobenmittel kann als normal verteilt angesehen werden. Das hat man jetzt wirklich mehrfach betont, wenn die Stichprobe groß genug ist. Und was, wenn sie nicht groß genug ist? Was, wenn ich halt nur 15 Beobachtungen hatte? Dann greift, oder so die Idee, gibt es immer noch eine Verteilung, der alles folgt? Also der zentrale Grenzwert gilt trotzdem. Nur diese Normalverteiltheit gilt dann nicht. Und wir brauchen dann oft zum Beispiel die T-Verteilung. Dafür wird es ein extra Video kurz geben und die brauchen wir dann auch beim sogenannten T-Test, der seinen Namen im Übrigen von der T-Verteilung hat. Später. Also, wir haben jetzt endlich eine Zufallsvariable, die approximativ normal verteilt ist und mit der wir schätzen können. Und wir haben heute etabliert als wichtigste neue Maßzahl, die auf dem zentralen Grenzwertsatz fußt, den sogenannten Standardfehler des Mittelwerts. Streng genommen ist es der Standardfehler, den ich für jede Statistik ermitteln kann. Also jede Statistik, die Sie ausrechnen können, hat auch ihren eigenen Standardfehler oder folgt ihrer eigenen Kennwerteverteilung, ihrer eigenen Sampling-Distribution. Ein Standardfehler heißt auch Standardmessfehler, Standardschätzfehler, Standardfehler des Mittelwerts, Standard Error of the Mean oder einfach Standard Error oder einfach SE. Und dazu habe ich ein Mantra für Sie sozusagen, hier dieses schöne Bild, was Sie vielleicht so dran erinnern könnte, sozusagen so ein Mantra vor sich hin zu wiederholen. Das hat der Geoff Cummings, der das Buch The New Statistics geschrieben hat, hat es tatsächlich so als Mantra bezeichnet. Deshalb dachte ich, visualisiere ich Ihnen das mal mit diesem Bild. Und das Mantra geht so, im Englischen ist es übrigens schöner, der Standardfehler ist die Standardabweichung der Mittelwertsverteilung. Das ist so ein Satz, den können Sie auch nach 4 Bier auf der nächsten Party noch aufsagen, zumindest bis zur Klausur bitte. Das ist wirklich wichtig, weil wenn Sie den verinnerlichen, wie man es mit einem Mantra tun sollte, man sollte nicht nur als Lippenbekenntnis das sprechen, sondern wirklich die Inhalte auch über den Inhalt dieses Satzes meditieren sozusagen, dann ist es also so, dass ein Standardfehler selber eine Standardabweichung ist, aber nicht etwa die Standardabweichung in Ihrer Stichprobe, sondern die Standardabweichung der die Mittelwertsverteilung folgt. Letztlich meist völlig theoretisch bleibende Verteilung möglicher Mittelwerte. Auf Englisch nochmal, the standard error is the standard deviation of the sampling distribution of the sample mean. Ja? Das ist unser schönes Mantra. Und der Standardfehler ist wirklich Ihr wichtigster Freund in der Inferenzstatistik. Den gebe ich Ihnen heute sozusagen an die Hand, weil, wie gesagt, jede Statistik, die Sie aus einer Stichprobe ausrechnen werden, also alles, was Sie in der Deskriptivstatistik eigentlich gemacht haben bisher, Standardabweichungen, Varianzen, Mediane, Odds-Ratios, Pearsons R, für all das kann ich fragen, welchem Standardfehler folgt es eigentlich? Was ist der zu erwartende Fehler, den ich dabei mache, wenn ich diesen Kennwert, diese Statistik jetzt heranziehe als Schätzer? Ja? Also anders gesagt, welcher Verteilung folgt diese Zufallsvariable, die ich hier gerade betrachte, wenn ich Odds Ratio nicht mehr nur als deskriptives Maß betrachte, sondern wenn ich sage, hey, das Odds Ratio in meiner Stichprobe ist eine Realisation einer Zufallsvariable dessen, was auf Populationsniveau eigentlich los ist. Und das Gute ist, mir ist es nur wichtig, dass Sie dieses Konzept begriffen haben, wie Sie den Standardfehler genau ausrechnen. Das ist weniger wichtig, denn das können Sie immer googeln und das steht auch in jedem Lehrbuch drin und das mache ich natürlich auch. Also beim Mittelwert ist es bekannt, aber für viele andere Maße ermittle ich entweder selbst durch Simulationen, durch dieses Ziehen von 10.000 Stichproben
Oder eben auch durch Nachschlagen, weil schlaue Frauen und Männer vor uns das eben mal analytisch gelöst haben, was der Standard, wie man den ausrechnen könnte, den Standardfehler, kann ich den eben nachschlagen oder bestimmen und kann so eben mit dem Standardfehler Populationsaussagen treffen. Dieser Ritt durch die Schätztheorie, von der Idee zu sagen, wir können unsere deskriptiven Kennwerte aus der deskriptiven Statistik benutzen als Schätzer, hoffentlich erwartungstreue Schätzer, hoffentlich suffiziente Schätzer und können so wissen sogar, wie diese Schätzer sich verteilen würden, nämlich welcher Verteilung sie folgen würden, welcher Sampling Distribution und was die Standardabweichung dieser Distribution sein wird, nämlich ihr Standardfehler. Das ist die ganze Basis für das, was wir jetzt im Rest des Semesters noch machen wollen. Also wenn Sie das heute geschafft haben, haben Sie eigentlich wirklich den größten intellektuellen Meilenstein nochmal geschafft. Und das sollten Sie jetzt auch streng mit sich sein, dass Sie den Standardfehler kapiert haben, denn den brauchen wir jetzt einfach ständig, weil aus dem zentralen Grenzwertsatz und dieser Aussage, dass wir jetzt wissen können, mit welcher Streuung, also mit welchem Standardfehler, sich eine Kennzahl verteilt rund um einen Warenwert, führt es zum einen hinein in die Intervallschätzungen vor allem noch, in die Konfidenzintervalle, was man so als Estimation Thinking auch bezeichnen könnte. Also wir wollen jetzt eben mit diesem Wissen um den Standardfehler schätzen, wo wir wohl relativ gelandet sind zum Warenwert. Wir werden fragen, ist so ein Range plausibler Werte für den Warenwert, jetzt wo wir unsere Stichprobe haben. Und wir werden das machen, was man als Test-Thinking auch bezeichnen könnte, eine leicht andere Art, mit dem gleichen Konzept umzugehen. Also es basiert genauso auf dem Standardfehler, nur sucht man dort eher Ja-Nein-Antworten, man sucht dichotome Antworten, man fragt, wenn die Population so und so ist, ist es dann, wie wahrscheinlich war es dann, das zu beobachten, was ich beobachtet habe in meiner Statistik? Und verwerfe ich deshalb diese Hypothese, dass die Population so und so ist? Oder glaube ich da weiterhin dran, dass die Population so und so ist? Das sind also Stichworte Signifikanztest, Alpha-Niveau, P-Wert gehört dorthin. Das war unser großer Ritt durch die Schätztheorie und ich freue mich mit Ihnen als nächstes kurz die sogenannte T-Verteilung kennenzulernen. Das sollten Sie nicht verpassen, denn die T-Verteilung ist sozusagen unser bester Freund, wenn die Stichprobe doch leider nicht so groß war. Und dann geht es weiter in die Konfidenzintervalle. Tschüss.